Ich stehe auf deine Tattoos. Was bedeuten die Nummern? An dem Tag ist mein Dad gestorben. Er war Feuerwehrmann. In einem Feuer vor 17 Jahren. Oh mein Gott, tut mir voll leid. Ach Quatsch, wieso? Alles super. Klopf, klopf. Wer ist der? Nicht dein Dad. Behandle ihn nicht wie ein Baby. Scott ist 24. Er ist nun mal so, wie er ist. Ich finde, jetzt bist du mal dran. Keine Sorge, Mom. Ich weiß, deine schlaue Tochter hat uns wegen der Uni verlassen. Aber ich bin noch da. Ich bleib, und zwar für immer. Ja. Ich will Tätowierer werden. Du bist echt noch ein Anfänger. Das ist nicht Obama. Ich stehe auf deine Tattoos. Auf das besonders. Er und ich gehen jetzt schon eine ganze Weile miteinander aus. Der erste Typ, den du nach 17 Jahren hast, ist ein Feuerwehrmann, so wie Dad? Ist schon krass, oder? Du musst mich in Zukunft hier mehr unterstützen. Vielleicht bringst du Rays Kinder in die Schule. Kelly, kennst du den Mann? Er ist ein Freund. Geht's dir gut? Sag die Wahrheit. Mir geht's gut. Aus ihr kriegen sie nichts raus. Wir haben das lange geübt. Hast du mal überlegt, bei uns anzufangen? Was ist denn das für eine Frage? Feuerwehrmann zu sein ist cool. Ja, solange man keine Kinder hat. Irgendwann kommst du auch nicht nach Hause und dann sind deine Kinder im Arsch. Du machst alle Leute um dich herum verrückt. Man tickt total normal, aber unter deinem Einfluss benimmt man sich dann wie Jack Nicholson aus Shining oder so. Ich sag meiner Mom, du wolltest mich ertränken. Das ist ein Kinderpool. Du bist fast 2 Meter groß. Ganz ehrlich, dein Dad war ein Held. Die Welt braucht Helden. Und die dürfen natürlich auch Kinder haben. Zusammen. Das Leben rast an dir vorbei. Wieso kiff ich wohl so viel? Damit's nicht so rast. Mann, ey, alle sind immer nur enttäuscht von mir. Ich kann's irgendwie keinem recht machen, verstehst du? Danke, dass du mir zuhörst. Du bist eine der wenigen, die mich normal behandeln. Mach ich doch gern.